Warum hat Lord Voldemort eigentlich nicht mehr Horcruxe gemacht? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über Lord Voldemort, seine Horcruxe und darüber sprechen, warum er eigentlich nicht mehr davon angefertigt hat. In jungen Jahren begann Tom Riddle bereits, dunkle Magie zu erforschen. Er experimentierte viel und im Halbblutprinzen lernen wir sehr viel über den jugendlichen Tom Riddle. Im Halbblutprinzen werden wir ebenfalls in Dumbledores Erinnerungen eingeführt und werden ins Jahr 1938 zurückgeführt, wo der kleine Tom Riddle entdeckt und kennengelernt wird. Dumbledore besucht zu diesem Zeitpunkt einen sehr beunruhigt aussehenden Jungen, der alleine in einem Zimmer eines Waisenhauses sitzt. Während Dumbledores Besuch im Waisenhaus offenbart er dem Jungen, dass er ein Zauberer ist und zeigt ihm anschließend eine beeindruckende Vorführung seiner magischen Fähigkeiten. Damals wusste Dumbledore noch nicht, dass dies der wahrscheinlich gefährlichste Zauberer aller Zeiten werden würde und er ihm den Schlüssel zu dieser Macht eigenhändig ausgehändigt hatte. Diese Warnzeichen waren allerdings schon zu sehen, da er mit Schlangen sprechen konnte und fies zu anderen Kindern war und ihnen auch weh tat. Leider hat Dumbledore dies nicht gesehen und realisiert und so kam Tom Riddle nach Hogwarts. Nachdem der junge Tom Riddle sich einige Zeit in Hogwarts aufgehalten hatte und sich in dunkler Magie weiterbildete, lernte dieser Professor Horace Slughorn kennen und freundete sich mit ihm an. Slughorn hatte eine Tendenz, seine Lieblingsschüler zu bevorzugen und mit ihnen über Sachen zu sprechen, über die er nicht mit anderen Schülern redete. Slughorn war außerdem sehr interessiert an einer Freundschaft mit den Schülern, die eine große und erfolgreiche Zukunft vor sich hatten. Und Tom Riddle hatte das Talent und die Ausstrahlung, um alles zu erreichen, was er wollte. Von Horace Slughorn erfuhr der junge Tom Riddle auch die Informationen über Horcruxe und ihre dunkle Macht. Dies eröffnete Tom eine ganz neue Möglichkeit der dunklen Magie und die Möglichkeit der Unsterblichkeit. Der Prozess der Erschaffung eines Horcruxes beinhaltet das Zerreißen der Seele, indem man ein Verbrechen begeht, das so böse ist wie Mord. Dies erfordert eine enorme Menge an Energie und führt zu einer instabilen Seele. Voldemort hatte seine Seele zerstört und in 7 Teile zerlegt. Voldemort glaubte, die Zahl 7 sei eine magische Zahl und war sich nicht bewusst, dass Harry selbst versehentlich zu einem von Voldemorts Horcruxen geworden war. Die Horcruxe wurden nach und nach von seinen Gegnern zerstört und Voldemort konnte sich keine Auszeit gönnen. Er konnte nicht darüber nachdenken, denn es wurden viele seiner Horcruxe in einem kurzen Zeitraum zerstört. Viele seiner Horcruxe wurden ebenfalls vorher ohne sein Wissen zerstört. Das Tagebuch, der Ring und das Medaillon. Er dachte wirklich, er wäre allen Augen entgangen. Und die Wahrheit ist, dass Voldemort fast damit durchgekommen wäre. Wäre die Dummheit von Lucius Malfoy nicht gewesen, der versuchte, Tom Riddles Tagebuch zu benutzen, um Chaos in Hogwarts zu stiften. Es würde niemand jemals vermuten, dass Horcruxe existieren. Voldemort konnte nicht vorhersehen, dass Dumbledore und Harry sich bereitwillig opfern würden, um Horcruxe bereitwillig zu zerstören. Denn wie wir wissen, ist Voldemorts größte Angst der Tod und so konnte er dies nicht nachempfinden. Voldemort würde natürlich alles tun, um zu verhindern, dass er stirbt, aber leider konnte er zu diesem Zeitpunkt vieles nicht voraussehen. Er sah nicht voraus, dass irgendjemand sein Horcrux-System knackt und anfängt, seine Horcruxe zu zerstören. Voldemort hatte die Vorstellung, dass sobald er die Horcruxe angefertigt hat, er unsterblich sei. Und das war er bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja auch noch, aber halt nur nicht lange genug. Der Tod von Dumbledore gab ihm weitere Sicherheit und Voldemort war noch überzeugter und selbstbewusster. Und genau das war Voldemorts Ruin und das, was ihn zerstörte. Sein Blick und seine Aufmerksamkeit wurden von seiner geheimsten Waffe, seinen Horcruxen, abgelenkt. Voldemorts Besessenheit von der Macht zwang ihn dazu, nur bemerkenswerte Gegenstände als potenzielle Horcruxe auszuwählen. Als er herausfand, dass die Horcruxe in Gefahr waren und drohten zerstört zu werden, war er zu spät, da er keinen Zugang mehr zu ihnen hatte. Außerdem konnte er nicht riskieren, einen anderen Horcrux wie Nagini, der offensichtlich in Gefahr und verwundbar war, zu verlieren. Dies war schließlich Voldemorts Untergang. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.